Spontan eingeübt von Paradox. Paradox, eine deutsche Band, kann man sagen, und ihr macht auch sowas wie Trash, habe ich gehört. Ist das richtig? Kann man ja, das eigentlich noch als solches bezeichnen? Ja, es ist Speed Metal mit Melodie, also es ist leicht Thrash betont. Ja. Heißt das, dass Speed Metal sonst keine Melodie hat? Doch, doch, hat's auch, ja, aber ich meine Thrash, es wird ein bisschen, es ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Speed und Thrash. Aha. Also ja. Thrash ist normalerweise ein bisschen härter, schneller und aggressiver. Mhm. Also wir haben vorhin was gehört von wie heißt die Gruppe gleich wieder, Faithful Breathless und so weiter, die hatten auch so Wikingerzeug, ich meine, die Gruppe gibt es ja auch nicht mehr. Sag mal, ihr habt auch so ein bisschen so nordische Sagen in euren Texten als Thema. Wie kommt ihr denn dazu? Was ist denn da so toll dran an Wikingern? Ja, also unsere Texte, die sind fantasymäßig betont, wir halten eigentlich nichts so von dem Gewaltklischee und so und deswegen schreiben wir, also wir schreiben es ja nicht, das sind Engländer, die uns die Texte schreiben, Peter und Nigel Vogt, und die machen das fantastisch und die schreiben halt so, das ist alles so fantasiemäßig. Und mhm. Seid ihr auch alle Fantasy-Fans? Lest ihr sowas auch? Da gibt es ja jede Menge Bücher auch, ne? So mit Thor und Asgard und Asen, ja. Und weiß der Kuckuck was und alle köpfen all und jeden und wie und der Götter tauchen auch immer auf. Ich bin so faul zum Lesen. So faul zum Lesen. Also keine Götterspeise hier, vielleicht da? Also mir eigentlich auch nicht, Leute. Gar nicht. Zeit dazu. Ja, also lieber drüber singen. Und bei dir? Auch nicht. Auch nicht. Na gut, ich kann euch da ein paar. Tolkien zum Beispiel hat er auch so ein paar so Züge. Ja, wir haben einen Text, der Paradox, der Titelsong von der LP, der erste, der handelt über das Lied, über den Film Herr der Ringe. Mhm. Und da also, kommen die ganzen Namen vor, Tolkien und Asgard. Aber gelesen hast du Herr der Ringe noch nicht? Ja, einen Film gesehen. Ein Film, na gut. Also Film auch über den ersten Teil. Herr der Ringe hat ungefähr. Herr der Ringe hat insgesamt so 1400 Seiten, schätze ich mal so über den Daumen. Ja. Ist auch ein bisschen viel zu lesen. Ja. Unterwegs, wie sieht es überhaupt aus unterwegs? Geht ihr auf Tour? Ja, also wir werden jetzt im Dezember werden wir eine kleine Tournee machen. Mhm. Und hoffen dann nächstes Jahr nochmal eine größere zu machen. Wir warten halt auf Angebote, aber im Dezember läuft was, mhm. Auf jeden Fall. Erste Platte ist da, wir haben es gerade gehört, wie heißt sie? Product of Imagination. Also ein Fantasieprodukt, weil ja. Eben diese Texte sich so auf die ja. Götterwelt beziehen. Wir haben einen Text dabei, der ist leicht politisch angehaucht, aber mit Gewalt und so wollen wir nichts am Hut haben. Mhm. Also seid ihr so auch gegen die Kollegen, die das so propagieren? So mit? Nee, nicht gegen die Kollegen selbst, aber wir halten uns halt ein bisschen fern von dem Gewaltklischee und so. Ich meine, ich bin der Meinung, soll jeder selbst drüber singen, über was ihm gefällt, also nicht, weil es jetzt heißt, die machen Prosa-Musik und die machen das und deswegen sollten wir da das nicht machen. Aber ist das nicht ein bisschen mühsam gesuchte Marktlücke, um das mal jetzt so ganz bösartig zu sagen? Reicht es als Inhalt aus, nur über nordische Götter zu singen? Ist ja nicht, wir singen ja nicht nur über nordische Götter. Ja, nur, wenn du sagst, nicht. Du hast einen politischen Text drin auf einer Platte mit vielleicht 10 oder 12 anderen. Wir haben wohl 7 Titel auf der 7 Platte. 7 Titel, also gut, Betrug überhaupt, ne? Ja, für lange Titel. Ja, lange Titel, na gut, wie viel kostet sie denn? Ich weiß nicht, 19 Mark, glaube ich, oder? 19 Mark ist doch 7, das heißt, ja gut, relativ teuer. Aber sagen wir, meinst du, das reicht als Inhalt aus, jetzt mal im Ernst? Ich meine, wir legen zwar auf die Texte großen Wert, was viele andere Bands teilweise nicht machen, aber die Musik soll im Vordergrund stehen, mhm. Mit den Texten. Gut, auf jeden Fall, ja. Dann reden wir mal ein bisschen über die Musik. Was unterscheidet euch von anderen Bands? Ja. Warum muss es euch geben? Ja, ich glaube, das Besondere an uns ist, dass wir ziemlich schnell sind, aber trotzdem noch viel Melodie dabei ist. Und es wird auch überall geschrieben. Ich glaube, es hört sich ganz gut an. Ja, ja, die Fans sollten sich ist teilweise sein Verdienst, weil er ziemlich melodische Solo spielt. Mhm. Und wir vermischen halt Schnelligkeit trotzdem mit Melodie. Mhm. Also und nicht nur einfach rumgeschrubbt auf ein paar Seiten. Die Helden des 16. Haben bei uns auch einen Titel aufgenommen. Pray to the Gods of Wrath. Auch von Peter Nigel geschrieben. Von Peter Sag uns mal kurz, um was es geht. Ja, also das handelt aus der griechischen Götterwelt. Mhm. Und um Asgard und die ganze Geschichte und so. Griechisch, das Griechen, die waren woanders. Asgard ist nordisch. Nordisch und Götterwelt, ja, genau. Okay, das ist so mit Leder und Schwan und so, weißt du, das ist was anderes, okay. Naja, Asgard und die ganzen Kämpfe und so, ist ein bisschen schwer zu verstehen. Mhm. Man sollte sich das durchlesen, es ist auf der Platte veröffentlicht. Mhm. Also da sind die Texte auf Innersleeve-Cover ist vorhanden und ist ganz interessant. Okay, willst du mal so eine richtige Musikbox-Ansage machen? Für Hard and Heavy. Ich nenne ihn für deinen Titel. Ja. Also du musst das Mikro nehmen, da musst du sein, wo ist die Kamera da? Pass auf, dann stellen wir das mal ein bisschen auf die Seite. Und jetzt mach! Pray to the Gods of Wrath. Paradox. Joe!
Paradox, die Band, die auf dem Weg zu Superstars ist. Seid ihr Superstars? So kann man es jetzt sagen. Wir haben zwar in dem Jahr viel erreicht, was wir nicht erhofft haben. Aber wir gehen das ein wenig langsam an. Aber mit der ersten LP in den Pollwahlen ist doch schon was Besonderes, oder? Da waren wir sehr überrascht, dass die Leser uns so hoch aufgewählt haben. Und da freuen wir uns sehr drüber. Was für ein Rezept steckt dahinter? Warum seid ihr so gut? Ich schätze, wir waren die erste Band, wo letztes Jahr angefangen hat, Speed mit Melodie zu spielen. Bis jetzt hat immer nur Destruction, Creator und so, die haben alle Trash gespielt. Und wir machen halt ein wenig mehr Speed mit Melodie. Außer Halloween, aber die sind jetzt auch schon etwas kommerzieller geworden. Und ich glaube, das ist, wir waren noch ziemlich am Anfang mit dabei. Ja. Bei dem Stil, den wir jetzt machen. Und ich glaube, wir fahren damit gut und wir machen auch mit dem Stil weiter. Ihr werdet aber jetzt nicht irgendwie arrogant, oder? Auf keinen Fall, das ist nicht. Weil das ist so die Gefahr, die ich oft sehe, gerade bei jungen deutschen Bands, die kommen unheimlich schnell nach oben. Es gibt da einige böse Beispiele, braucht man nicht drüber zu reden. Wir wissen, wer damit teilweise gemeint ist. Wie wollt ihr das denn jetzt verarbeiten? Ihr seid selber noch sehr jung und dann so ein Erfolg im ersten Jahr. Gibt es da eine Schwierigkeit, das zu verarbeiten oder wie macht ihr das? Ja, wir sind genauso geblieben wie vorher. Und so jung sind wir auch nicht mehr. Wir sind jetzt durchaus alle 23, oder? Ja. So jung sind wir auch nichts mehr. Ist jetzt nur noch Musik an erster Stelle bei euch, durch diese tolle Platte? Ja, also Markus macht nebenbei noch eine Lehre, Axel ist zurzeit noch in der Schule. Er ist zurzeit und ich habe also zurzeit nichts anderes zu tun, als nur für die Band zu arbeiten. Und zu heiraten, habe ich gehört. Und zu heiraten am ersten Mal. Wie ist das eigentlich? Gibt es eine Veränderung für dich, wenn du jetzt heiratest? Nee. Mit der Band? Steht Musik trotzdem an erster Stelle, oder? Nee, meine Frau steht an erster Stelle, aber die Musik steht immer noch genauso. Also ich vernachlässige die Musik nicht, auf keinen Fall, weil das ist für mich ganz wichtig. Ja. Wie ist das bei dir mit dem Bund? Gibt es da eigentlich Schwierigkeiten? Außer kurze Haare, aber du siehst dann halt punkmäßig aus, passt auch in den Heavy Metal mittlerweile rein. Ja, es hat jetzt Schwierigkeiten gegeben und zwar bei den letzten vier Konzerten konnte ich leider nicht mitwirken. Da Bund. Ja. Ich habe jetzt gerade die Grundausbildung. Und wer spielt für dich dann? Da haben wir einen Aushilfsbassisten, das ist der Armin Donderer und der hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Ja, aber unheimlich Glück, ne, dass das klappt. Spielt schon. Ach so. Ein Jahr lang. Na, das Zeug, das sind nicht gut. Ziemlich schnell eingeklappt. Ja. Wo ihr so viel jetzt rumgetourt seid, wie ist das mit neuen Stücken? Eine neue LP steht doch auch jetzt irgendwann an, oder? Schon Pläne gemacht? Wahrscheinlich August sollen wir ins Studio neu gehen. Es wird knapp, weil die erste LP war halt vom Standard ziemlich gut, kann man sagen. Ja. Und es wird schwer, die zu übertreffen, jetzt noch bessere Stücke zu machen. Ja, weil ja immer bessere Bands rauskommen, siehe Gwinder und jetzt die Drifter und alles mögliche. Das ist unheimlich schwer, nochmal so gute Stücke zu machen. Wo holt ihr die Ideen für die Stücke her? Bei der letzten LP haben viele euch ein bisschen angekreidet. Hört mal ein bisschen Metallica raus und sowas. Das kann. Wie ist das oder wie verarbeitet ihr das? Wie sagen Leute, ja, das hört sich an wie Metallica. Stimmt das nicht? Kommen die Ideen daher oder? Die Ideen, das macht meistens der Charlie mit dem Axel, die Grundideen und wir arbeiten die dann aus. Das ist halt. Ich und er hören zum Beispiel fast nur Metallica, Flatsam, Testament. Ist klar, dass er irgendwie was mit eingearbeitet wird, aber es ist keine Absicht. Ja. Er bringt halt manchmal eine Idee und dann heißt halt, oh, es klingt wie Testament. Müssen wir das anders machen, aber das kannst du gar nicht anders machen. Es gibt auch gar nicht mehr so viel Riffs, glaube ich. Ne? Das Griffbrett ist nur beschränkt. Ne? Das ist unmöglich, das ist ja das immer. Als neue Band wird man so schnell gleich in irgendwo, man muss ja mit irgendjemandem verglichen werden. Also die Redakteure, die können dafür ja gar nichts, weil die müssen ja irgendwie sagen, die Gruppe klingt so oder so, dass sich die Fans... Um das überhaupt vorzustellen. Um das überhaupt erst vorzustellen, ja. Bei uns war es halt jetzt Metallica und mit der zweiten Scheibe wollen wir schauen, dass wir da schon wegkommen. Ja. Hat euch also irgendwie doch schon ein bisschen gestört, dass die Leute immer gesagt haben, Metallica? Am Anfang war es nicht schlecht. Ja. aber jetzt wird mir das Ganze doch schon ein bisschen zu viel. Ne? Wobei Songs wie Pray to the Gods of Wrath oder so, die haben überhaupt gar nichts mit Metallica zu tun. Ne? Ja. Also das ist auch bloß teilweise ein paar Riffs, die hören sich vielleicht ähnlich an. Aber dass wir kopieren, das kann man nicht sagen. Kommen wir mal kurz auf die Lyrics. Stimmt es, dass die nicht von euch selber geschrieben werden, sondern dass ihr zwei Engländer dafür habt? Peter und Nigel Vogt ist das, ja. Die schreiben für uns auch die kommende Platte. Und das wird ein Konzeptalbum. Kannst du schon was dazu sagen, Konzeptalbum? Also ich weiß, ich habe die Texte selber noch gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es aus dem 13. Jahrhundert handelt. Ja. Die leben dort in irgendeinem alten Schloss und über die ganzen Kreuzzüge, das er damals war, und darüber schreiben sie die ganze Story, 10 Songs, ergibt eine Story, also es wird halt ein Konzept. The Burning heißt die Platte. Ja, aber ihr tretet da nicht in Klamotten aus dem 13. Jahrhundert auf? Ja, von der Musik her bleibt es wie jetzt, hart, schnelle. Also das hat mit den Texten nichts zu tun, dass die Musik weicher wird. Ein bisschen härter wollen wir werden, also Melodie, die bleibt. Ja. Aber wir wollen von den Riffs her härter werden auf jeden Fall. Ja. Und stimmlich soll es alles viel besser werden. Ja, ich habe gehört, ihr sucht, du willst nicht mehr singen oder wie ist das? Ich habe da so Gerüchte gehört, dass ihr eventuell einen neuen Sänger sucht, aber ich finde deine Stimme unheimlich gut. Ist es denn nicht schade, dass
zu ändern? Ich glaube, wenn ich Background singe, einen guten Background singe, dass es auch gut ist. Und wenn uns wirklich ein guter Sänger über den Weg läuft, dann nehmen wir den. Aber er muss gut sein, er soll gut sein, weil wir wollen nicht irgendeinen nehmen oder sowas. Und wer da Lust hat und Interesse hat, der soll auch ein Bild, Foto und Demo oder sowas an uns schicken. Ne? Ja gut. Ist es nicht einfach, einen Gitarristen zu finden? Oder glaubst du, dass dein Gitarrenspiel so wichtig für Paradox ist? Ja, glaube ich, weil ich mache alle Rhythmusparts. Und ich habe mich darauf wirklich spezialisiert, so wie der Markus zum Beispiel jetzt auf die Solos sich spezialisiert. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, da ich auch noch die Ideen mache und so, mit hauptsächlich mit Axel. Ist es also, ich will lieber bei der Gitarre bleiben, Show natürlich machen. Und im Sänger, wenn wir, wie gesagt, einen guten finden, den nehmen wir dann auch. Aber er muss gut sein. Mir ist noch... Wenn wir einen finden, weil wenn es einen geben würde, hätte er sich vielleicht schon gemeldet. Ja, oder einen anderen Band singen. Würde hat auch noch nicht so, ist noch nicht so publik geworden, dass ihr einen Sänger sucht. Kann man hiermit einmal sagen. Also Sänger für Paradox. Noch eine Sache ist mir aufgefallen, nochmal speziell zu dir. Du bist Linkshänder, spielst aber eine Rechtshänder-Gitarre und das sieht unheimlich lustig aus. Wie kommst du eigentlich zurecht? Du schlägst also genau andersrum an, ne? Ja, also bei mir ist die starke E-Seite ist unten bei mir. Ja. Und die, ich weiß nicht, ich habe also früher Schlagzeug gespielt. Ja. Und dann habe ich die Gitarre von meinem Vater nur so zum Ausflippen, zum Bängen genommen. Und irgendwann mal habe ich mir ein paar Töne rausgehört von alten Sechsenplatten und sowas. Und mit der Zeit habe ich dann immer mehr gespielt und jetzt... Hast du es eigentlich gar nicht gemerkt, dass die falsch rum waren oder so? War für dich einfach typisch, die sind halt so und... Nee, die lag mir einfach besser. Mir lag das einfach besser. Ja. Ich bin Linkshänder sowieso und die Seiten, das lag mir einfach besser. Ja. So von unten rauf zu spielen als von oben. Ja, gut. Ja, okay. Ich würde sagen, geht zur Bühne. Ich glaube, wir müssen noch Soundcheck machen. Ja, also, viel Spaß. Ich will euch auch nicht länger aufhalten. Tschüss. Okay. Manche Leute sagen, wir hätten keinen Grund mehr, einen Song nachzuspielen. Wir sind anderer Meinung. Und wir sind der Meinung,